Wir sind mittendrin in der fünften Jahreszeit und die hat ja auch schon ihren Höhepunkt erreicht, nämlich mit der 64. Karnevalssession der Ottojaner. Die ersten Narren und Jecken kommen auch schon an. Hinter mir wird es langsam bunt. Ich bin mir sicher, es geht da gerade erst los. Es kommen noch viel, viel mehr hier an. Und das ist aber nicht alles dieses Jahr, denn es heißt Back to the Roots, zurück zum Ursprung. Wir sind nämlich zurück und wieder da im AMO. Die Ottojaner haben das AMO wieder entdeckt mit neuen Veranstaltern. Und wie das Ganze aussieht, das zeige ich jetzt mal. Ich nehme euch nämlich mit auf die Reise hier durch die Karnevalssession. Mein Name ist Jan Meuser. Das müsste jetzt da unten noch irgendwo eingeblendet sein, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und ich würde sagen, gucken wir uns das doch hier einfach mal an. Ab geht die Luzi. Der Seite und hab's erschrocken. Erschrecke niemals ein Einhorn, das bringt nämlich Pech, oder? Ja, auf jeden Fall. Wie viel Pech habe ich jetzt? Wie lange? 7 Jahre. 7 Jahre Pech, das ist ja 7 Tage Pech, so in der Art. Aber es sind 7 Jahre, das halte ich bestimmt nicht aus. Warum gerade Einhorn? Ist ja auch, ist der Trend noch da im Einhorn, oder? Die Anklage an die Konsumgesellschaft und an die Verniedlichung der Frau. Durch das Einhorn? Ja. Hast du so einen schönen Steinzeitruf auf Lager? Das kann er perfekt. Du kannst einen perfekten Steinzeitruf. Küss mich. Ich glaube, ich habe jetzt hier jemanden getroffen oder gesehen, den ich auch kenne, nämlich aus Mittelerde extra hier angereist. Ich glaube, es ist Gandalf. Ich frage jetzt mal nach. Hallöchen. Hallöchen. Ich habe gerade geraten, Gandalf, oder? Zauberer. 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 Aber nicht Gandalf. Nee, komm, Peter. Also zu 50% lag ich richtig. Es ist auf jeden Fall ein Zauberer. Was heißt, Gandalf kommt später? Hast du dich noch verabredet mit ihm heute hier? Der kommt später nachher noch. Dann machen wir nachher ein großes Zauberer-Duo und dann... Und ein paar Tricks auf Lager auch, genau. Als Zauberer? Ja, so einen kleinen. So. Ah, zeig mal her. Oh, jetzt geben wir einen Trick. Wo ist das blaue Licht hin, würde ich mal genau. Sagen. Ne? Der Rest kommt später. Ich bin jetzt hier mit dem Finanzminister Money von den Ottojanern. Hallöchen, wie geht's? Sehr gut, sehr gut. Es sieht toll aus. Mir geht's super. Jetzt ist ja seit diesem Jahr einige Jahre was nicht mehr so. Der Karneval wieder hier am AMO. Warum habt ihr euch dazu entschieden und ist das eine gute Entscheidung gewesen? Ja, das ist eine tolle Entscheidung. Ich möchte jetzt das alte Theater nicht abwerten. Das war auch sehr schön, die Veranstaltung. Aber die Gäste lieben doch das AMO. Ihr Magdeburger Kulturhaus mitten in der Stadt. Und wir hatten die Chance, mit einem neuen Veranstalter, Herr Müller, wieder hier zu uns ins AMO zurückzukehren. Und das ist eine tolle Geschichte, sage ich mal. Und ich bin ganz begeistert, wenn ich mich hier umschaue. Ich glaube, wir haben es ganz toll ausgestaltet. Und ich glaube, die Leute sind auch alle gut drauf. Captain Jack Sparrow hier oder was mit Papagei auf der Schulter? Ja, ich gucke mal so, was hier los ist und der Papagei kann auch sprechen. Was sagt denn er? Gib mir ein Bier aus, gib mir ein Bier aus. Ja, der rechte Pirat trinkt doch kein Bier, der trinkt doch rum, mit Pulle rum. Na, rum ist ja nun ganz weit weg, hier ist es zu warm für diese Sache. Verkleidet sich gerne als grüner Hüpfer oder was ist das? Wiese, die reine Wiese, wo man sich drauf gemütlich machen kann. Worauf man sich gemütlich machen kann. Ich hab das verstanden, ich wollte nur mal gucken. Das klappt nur bei Frauen. Ah, okay. Ob es eine weiche Wiese ist, eine gut gezüchtete, hochgezogene Wiese oder ob es so ein Kunstrasen ist, weißt du? Genau. Achso, und was denkst du? Weiche, gezüchtete, wohltuende Wiese. Also auf jeden Fall, ich kann mir vorstellen, dass ich da junge, frische Wiese, genau. Dass ich die Frauen, da gemäht jetzt auch noch, den Geruch habe ich jetzt aber noch nicht in der Nase von frischem Rasen hier. Okay.
Und wie ist das Standardgetränk heute für die Wiese? Wasser? Ja, mit ein bisschen Whisky haben wir gefunden. Ja. Und dann geht die aber gleich wieder ein, oder? Ja, ja. Nee. Dann wächst du erst richtig. Ich habe gerade eine gute Info erhalten, nämlich hier zweimal Karneval an einem Tag feiern. Ist das überhaupt erlaubt? Das, ja, natürlich. Ich weiß alles. Ja, darum. Also, wie kam das denn zustande? Warum gab es denn heute schon mal einen Karneval vorher? Also wir haben mit der Lebenshilfe gefeiert, mit den behinderten Mitarbeitern der Werkstatt und den Vereinen. Und das war wunderbar. Die behinderten Menschen waren glücklich. Sie waren beim ersten Titel auf der Tanzfläche und haben sich gefreut und waren ausgelassen. Tolle Kostüme. Und dann habe ich doch noch Lust bekommen, als Karnevalsmuffel heute Abend zu den Ottojanern zu kommen. Kostüm hast du beibehalten oder hast du schon mal umgezogen? Nein, ein Kostüm muss reichen. Wir kennen uns auch schon, also ja, ich weiß, auch wenn du mich heute nicht erkennst, ich war überall, wo du schon warst. Ach so, okay, ja. Hast du heute auch hier gewesen, wenn du verloren hättest? Ganz ehrlich, nein. Wirklich nicht? Nee, wäre ich nicht. Also es war auch ganz klar für mich, also weil sich das auch irgendwann mal nicht gehört. Und umso mehr freut es mich natürlich, dass wir gewonnen haben und dementsprechend dann auch hier aufdribbeln können und versuchen, den Schwung mitzunehmen. So, hier kommt die wunderschöne Prinzessin mit Namen? Tina. Prinzessin Tina, ist ja nun ein Allerweltsname eigentlich. Ne? Wo steht denn dein Schloss? Mein Schloss, das steht hier in Magdeburg. Habe ich noch gar nicht gesehen. Welche Villa ist das hier? Das ist in der Lerchenbühne irgendwo. Verrat doch ruhig noch ein bisschen mehr, wenn du schon alles preisgibst. Was reizt dich selbst an einem Karneval? Warum gerade kostümieren? Ja, da bin ich eigentlich nicht so der Fan von, aber wenn sich die Möglichkeit bietet, dann versucht man seine Hässlichkeit vielleicht auch hinter Kostüm zu verstecken und das gelingt mir, denke ich mal, heute ganz gut. Wen stellst du da? Ja, ich denke mal so, mit den Schotten hier bin ich nicht ganz alleine, einer, der mich auf der Schulter trägt und das hat man auch mal gerne. Ist das so dein Traum schon immer gewesen, mal als Prinzessin, oder ist das sowieso generell jährlich dein Konzept, ich möchte immer eine Prinzessin sein? Naja, ich glaube, ich war früher mal eine Prinzessin. Jetzt nicht mehr? Naja doch, aber ich meine, in meinem Vorleben war ich bestimmt schon mal adelig gewesen. Das passt halt einfach zu mir. Wie kommst du darauf, dass du in deinem Vorleben schon Prinzessin warst? Das heißt, eigentlich, sie kommandiert immer alle rum, ne? Ja, weil so mein Charakter ist und weil ich pink und rosa und so mag. Und dominant bist. Auch, in was anderem. Du hast ein eigenes Unternehmen und viele Mitarbeiter, die du rumkommandierst. Ja. Tatsächlich? Ja. Was machst du? Ich bin Pornodarstellerin. So, jetzt haben wir ihn erwischt. Den Anwärter aufs Tor des Monats schon, würde heute ganz groß geheißen. Wie geht's dir? Warum gerade Karneval? Was reizt dich daran? Ja, ist eine lustige Veranstaltung. Andreas Müller hat eingeladen und da sagt man natürlich nicht nein. Und nicht nur das, von dir kann man nachher auch noch ein bisschen was am DJ-Pult erwarten. Ne? Was erwartet uns da? Ja, ich denke viel Malle-Hits und viel Spaß auf jeden Fall. So, eigentlich bist du ja professioneller Fußballer hier für den 1. FCM bei uns. Jetzt hast du aber was ganz anderes. Ist das deine heimliche Leidenschaft vielleicht? Ja, ich denke, vor kurzem war es der Super Bowl und da habe ich mir gedacht, das Outfit steht mir ganz gut und da habe ich mich dafür entschieden und ich denke, es kommt ganz gut an. Was gefällt euch denn daran, in ein Kostüm zu springen? Also, euch, ja, euch ist richtig angesprochen, weil seine Eminenz wird auch mit. Genau deswegen nur an euch gerichtet. Salam alaikum. Aber nicht mit einem Handschlag hier. Alaikum assalam. Na, also. Warum gerade Karneval? Ich liebe Karneval. Ich liebe mich, das zu verkleiden. Ich find's schön. Ist mal was anderes, sich anzuziehen, als immer nur auszuziehen, oder? Das stimmt. Ja, sonst renne ich halt ja nackt rum. Das eine Highlight haben wir heute schon gesehen. Herr Suvislo war schon da, jetzt ist er weg da. Kommt die ganze Mannschaft noch? Ja, einige Spieler lassen noch auf sich warten, aber ein paar Spieler kommen noch und ich denke, dann wird noch richtig Party. Suchen noch das passende Kostüm und kommen dann doch nur in ihrem Trikot nachher rein wahrscheinlich. Ja, ich glaube, Nils Putzen, das ist so ein Kandidat, der kommt in seinem eigenen Trikot und lässt sich feiern. We'll be right back.
was geht's denn hier, wenn wir beim Karneval der Ottoianer sind, die 64. Session in der Porta Chillout Lounge, wo ihr sich hier befindet. Ach so, ja. Oh, bei Porta war er schon mal. Wer ist ein Porta? Das ist das Mittelhaus. Ach so, na klar, waren wir schon mal. Jetzt ergibt das Sinn. Ja, wir waren schon mal bei Porta, ja. Aber jetzt ergibt das Sinn. Ach, du hast dich gewundert, warum die Preise noch dran sind. Ja, wir uns alle, ja. Aber das ist ja eine gute Sache dann. Hast du den Sonderpreis selber dran geschrieben da hinten oder was? Da hast du auch schon mit dem Stift drüber. Nee, von 249 auf 194 oder? Nee, 199? Ja, dafür würde ich es auch nehmen, bin ich ehrlich. Ja, ich muss jetzt noch auf. Das ist ja dann ein anderer. Das ist ja nicht der gleiche Sitztyp hier. Das hier kann ich mir nicht leisten. Wie viele Lichtjahre weit seid ihr denn gereist, um hier heute am Karneval in Magdeburg teilzunehmen? Captain, ich habe einen Funkspruch. Bist du nicht der Mario-Pilz? Nee, ich bin nicht der Mario-Pilz. Bist du ein normaler Waldpilz? Ein normaler Waldpilz. Aber schon ein Fliegenpilz, giftig, ja? Ja, ja. Also wenn ich jetzt hier so irgendwo abbeiße, dann falle ich um. Ja. Was stellst du heute da? Keine Prinzessin? Ich war eigentlich eine Fee mit Flügeln, aber es hat an der Bar gestört. Aber die sind nicht abgefallen oder wurden die abgerissen, die hast du selber abgelegt, ne? Die Flügel liegen da hinten so in der Ecke. Fee passt auch zu dir, ne? Ja, danke. Was hältst du selbst von Karneval? Gefällt dir für Karneval? Ja. Was hältst du kostümieren noch? Ich war letztes Jahr in Köln, richtig. Es hat schon Spaß gemacht, ja. So, was haben wir hier alles? Wir haben Liquide, natürlich, um die Geister zu orten, um die Geister zu fangen, um auch zu spezifizieren. Handelt es sich hier um Slimer mit grüner Farbe, um den Marshmallow und sowas. Was hast du hier hinten? Was willst du uns sagen? Das war eine Kuchenform. Ja. Die Kuchenform ist auch mit dran. Muss natürlich immer versorgt sein. Vergleich Magdeburg mit Köln und Düsseldorf. Kann Magdeburg mithalten? Nein. Das ist anders. Da ist ja draußen mehr los, da machen alle mit. Ist einfach noch größer. Warum gerade ein Pilz? Weil ich mal was anderes machen wollte. Was machst du denn sonst? Hexe und du ist doch langweilig. Boah, nur die bösen Charaktere, ja? Fliegenpilz, Hexe? Ja, ja. Der böse Wolf auch schon gewesen? Mach mal so wie der böse Wolf. Mach mal wie der Fliegenpilz macht. Ja, der macht doch nichts. Aber deswegen ja. Der steht einfach nur da. Das war für mich die 64. Ottoianer Karnevalssession hier wieder im AMO in Magdeburg. Ich finde es saugeil, wenn ich das mal so sagen darf, wie die Magdeburger sich hier ins Zeug gelegt haben. Kaum ein Kostüm doppelt, was machst du dann nebenbei? Kaum ein Kostüm doppelt, höchstens mal ein Mario oder ein Superman, aber das ist auch normal, das ist einfach mal Standard, die sind Kult. Es war einfach eine heiße Stimmung. Was willst du denn hier die ganze Zeit? Einfach ein bisschen zu wenig Stimmung, mein Lieber. Raus ich habe zu wenig Stimmung gemacht. Ich habe überhaupt nicht zu wenig Stimmung gemacht.